Die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ist durch die begreifliche Furcht der philosophischen Disziplinen bedingt, angesichts der alles verzehrenden Technik im Allgemeinen und der Aufrüstung im Besonderen bei der Verteilung von Mitteln zu kurz zu kommen. Dabei lässt die Weise, in der die Interessen der Geisteswissenschaften vertreten werden, ihre Verlegenheit erkennen. Argumente, vor allem soweit sie die Erlangung finanzieller Mittel, sei es von Parlamenten oder von Machthabern oder selbst von Mäzenen zum Ziele haben, bedürfen der Nützlichkeit als Trumpf. Deshalb pflegen ihre Fürsprecher die propädeutische Wichtigkeit humanistischer Studien für die Naturwissenschaften, ihren Wert für die Disziplinierung des Denkens, für die Einordnung des Bürgers in die staatliche Gemeinschaft und jüngstens ihre Unentbehrlichkeit bei der Heranbildung für sogenannte Führungsposten in Industrie und Verwaltung hervorzuheben. Man zählt die persönlichen Züge auf, die in hohen Stellungen erforderlich seien, und sucht zu zeigen, wie der Umgang mit geistigen Dingen in der Jugend zur Entwicklung solcher Fähigkeiten beitragen kann. Wenn allgemeine Bildung im 19. Jahrhundert für den erfolgreichen Unternehmer in vieler Hinsicht selbstverständlich war, ohne dass sie ganz im praktischen Zwecke aufzugehen schien, so wird sie jetzt für den künftigen Generaldirektor, ja den Manager überhaupt, als Mittel zum Zweck empfohlen. Die realistische Funktion, die den Geisteswissenschaften, vor allem ihrem Kern der Philosophie, in jeder bürgerlichen Epoche noch stets geblieben war, tritt heute unmittelbar hervor. Die Ausbildung eines findigen Verstandes und praktischer Fantasie, die Erleichterung des Überblicks über nationale und internationale Verhältnisse, die Kunst der Menschenbehandlung spielten implizit schon in den theologischen und weltlichen Zweigen der frühen Universitäten eine Rolle. Heute, wo die philosophischen Fächer in ein Stadium getreten sind, in dem sie für anziehende Karrieren in ihrem eigenen Betrieb kaum mehr Aussicht gewähren, bedeutet in den fortgeschrittensten Ländern ihre Teilnahme an der Erziehung zu lebenswichtigeren gesellschaftlichen Aufgaben für sie eine neue Möglichkeit, die freilich ihren Sinn und Inhalt nicht unberührt lassen kann. In Deutschland dienen die philosophischen Fakultäten vor allem noch der Ausbildung von Kandidaten des höheren Lehramts, eines akademischen Berufs, auf den die Abwertung der humanistischen Fähigkeiten besonders stark zurückwirkt. Umso dringender sind die Geisteswissenschaften auf den Daseinsgrund verwiesen, den sie durch ihre neue Rolle bei der Erziehung des wirtschaftlichen Nachwuchses, durch die Teilnahme an innen- und außenpolitischer Werbung, durch ihren Nutzen für staatliche und wirtschaftliche Aktivitäten gewinnen können. Wie weit solche Funktionen ihrer im Schwinden begriffenen Substanz zu Hilfe kämen, lässt sich freilich nicht vorherbestimmen. Auf andere Weise hat Jacques Bazin, der gelehrte Provost der Columbia-Universität, die philosophischen Disziplinen gegenüber den Natur- und Sozialwissenschaften zu stützen versucht. Ihr Nutzen, so meint er, bestehe nicht wie bei diesen in der Vermittlung von Herrschaftswissen in einem jenseits ihrer selbst liegenden Zweck, sondern vielmehr darin, dass sie ganz unmittelbar einem Bedürfnis entsprechen. Der Nutzen der humanistischen Wissenschaften, so sagte er, ist durch den alten, unerschütterlichen, immer sich verbreiternden Wunsch nach ihnen bewiesen und festgelegt. Dass die Menschen sich für Geschichte interessieren, fremde Sprachen lernen, an gelehrten Dingen teilnehmen, anstatt nur Städtebau zu betreiben und soziale Angelegenheiten zu regeln, sei ein Faktum, dem man eben Rechnung zu tragen habe. Die Geisteswissenschaften, gemeint sind Sprachkurse und Lektüre von Geschichtswerken, sagt er scherzhaft in seinem Plädoyer, die solchen Torheiten Vorschub leisten und als Antibiotika ganz unnütz sind, umgeben uns doch überall, reizen unser Auge, Ohr und unseren Geist und häufen den Berg von Unfug, für den sie stehen. Nach Bazin also sollen Philosophie, Geschichte, Philologie, Ästhetik um ihres eigenen Reizes willen existieren. Das bedeutet, dass sie wesentlich Konsumgüter sind, mit demselben Recht wie Kino, Fernsehen, Modeschöpfungen, Zigaretten und Gesellschaftsreisen.
Eine Verteidigung, die angesichts der Konkurrenz mit solchen gängigen Artikeln kaum eine günstige Prognose für die künftige Entfaltung der Geisteswissenschaften oder gar für ihre Resistenz gegen das drohende Unheil zulässt. Der Rechtfertigung überhaupt bedarf es, weil die aufhellende Kraft des philosophischen Gedankens gebrochen ist. Die aggressive Klarheit und Deutlichkeit, die Clara et distincta perceptio, hat seit dem Untergang des Absolutismus ihren Stachel eingebüßt. Die Philosophen leben nicht mehr verborgen und unstet wie Descartes oder an der Grenze der Staaten wie Voltaire. Nach der vor allem auf Deutschland beschränkten Verinnerlichung der politischen Energien, die in Philosophie und Musik den großen Ausdruck fand, haben sie mit der Welt Frieden geschlossen, mit der uneins zu sein einmal zum Wesen der Philosophie gehörte. Schopenhauer und Nietzsche, die Nachfahren der großen Philosophie, nahmen in ihrem Leben die neue Einsamkeit des Denkenden voraus. Was jedoch heute zu Ende geht, hat, als es der Rechtfertigung noch nicht bedürftig war, einmal eine gesellschaftlich produktive Rolle gespielt. Philosophie wusste von sich als vom unterbrochenen, in vieler Hinsicht von außen bedingten, zugleich jedoch auch einer immanenten Logik gehorchenden Gang des europäischen Geistes. Sie erfuhr sich als fragiles und mehrdeutiges, aber doch auch zusammenhängendes Ganzes, das zur Substanz der Zivilisation gehört, mit der es zugleich eins und uneins ist. Wie die der älteren Kulturen ist die reale Geschichte der europäischen Völker erfüllt von Fanatismus und Grausamkeit, von unmäßiger Eigensucht der Individuen und Gruppen, von Unterdrückung und einer auf lange Zeitstrecken hin engstirnigen und barbarischen Justiz, in der das Ressentiment der schlecht gebändigten Instinkte der sich Duckenden seit je Befriedigung sucht. In der Mitte der 30er Jahre dieses Jahrhunderts, also während der Herrschaft von Hitler und Stalin, hieß es in einem Artikel Bertrand Russells: Mit denen, die die Intoleranz von Faschismus und Kommunismus nicht mögen, stimme ich gern überein, es sei denn, sie sähen darin eine Abweichung von der europäischen Tradition. Diejenigen unter uns, die in einer Atmosphäre von verfolgungssüchtigem Regierungsdogmatismus nicht atmen können, wären in den meisten früheren Zeitaltern Europas nicht viel besser gefahren als im modernen Russland oder Deutschland. Und trotzdem zog sich in vergangenen Jahrhunderten eine Art Zusammenhang des europäischen Denkens über die Unmöglichkeit und Möglichkeit von Wahrheit, über die Menschen und ihre Bestimmung, über Endliches und Unendliches durch die Realität. Wenn David Hume in seinem Inquiry von der Darlegung, wie durch Assoziationen Einheit ins individuelle Bewusstsein kommt, unmittelbar zur Einheit von Kunstwerken übergeht, so hätte er fortfahren können, dass, wie das Ich und das Kunstwerk, auch der die Gesellschaft durchherrschende Geist durch innere Bande zusammengehalten ist. Die Besinnung darauf, wie dessen zerklüftete Einheit zustande kommt, hat dann das Thema der deutschen, nicht der englischen Philosophie gebildet. Ihre Antwort lautet, die Einheit sei gestiftet durch die theoretische und die damit zusammenhängende praktische Anstrengung, den Widerspruch zu überwinden zwischen der daseinenden, erfahrenen Wirklichkeit, wie sie je nach der erreichten Stufe der Erkenntnis erscheint, und einer der Vernunft entsprechenden Welt, in der das Subjekt als autonomer Geist sich wiederfinden kann. Mit anderen Worten, durch den sich ändernden und produktiven Widerspruch zwischen dem Bestehenden und dem Gedanken selbst. Durch Philosophie wie durch Kunst wird der große Abstand zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, an dem je Seienden selber offenbar. Jede Ordnung, die sich die Menschen unter dem Zwang der Verhältnisse auferlegen, jede kulturelle Struktur nicht weniger als jedes einzelne Urteil erhebt, mit oder ohne Willen, Anspruch auf Richtigkeit, und kein Begriff, keine Ordnung wird dem eigenen Anspruch gerecht. Der Ausgleich des Unterschieds zwischen dem Begriff und seinem Anspruch, zwischen der je herrschenden Ordnung und der ewigen Wahrheit, würde die finstere Geschichte der Menschen zum Abschluss bringen.
Die trügerische Annahme vom Beginn des sinnvollen Endes war Voraussetzung und Ergebnis des absoluten Idealismus und hat noch seine materialistischsten Schüler irregeführt. Jener sah das ersehnte Reich der Sittlichkeit im preußischen Staat, Rousseau sah es als zweite Natur im Schweizer Kanton heraufkommen. Diese sahen es im Kommunismus, der sogleich folgen sollte. Aber Hegels Resignation, welche die bürgerliche Revolution für die letzte hielt, die zu einem höheren Zustand führte, hat sich als der geringere Irrtum erwiesen, wie fragwürdig immer die philosophische Rolle sein mag, die der Staat bei ihm spielt. Kritik, Bewusstsein der Differenz, war stets die Kraft des philosophischen Gedankens, der sich als das Wesen der Wirklichkeit und zugleich als deren Gegensatz erfährt, von der er handelt. Der Begriff ist nie mit sich versöhnt. Noch die Abspaltung der positiven Wissenschaften, der Mathematik, Physik, Chemie, der Psychologie und der Sozialwissenschaften von der Philosophie gehört deren eigener Entwicklung an, wie sie durch den Widerspruch der herrschenden Vorstellungen zur intendierten Wahrheit sich erzeugt. Die Tendenz zur aktiven Veränderung der Welt, die im schrankenlosen Wachsen der Kräfte sich ausdrückt und von der die Sezession der Einzelwissenschaften eine Seite ist, war dem europäischen Gedanken seit der Antike eigentümlich. Aber es war weder der Sinn der Philosophie, am Ende in jenen Disziplinen aufzugehen oder als Logistik und Semantik ihnen als eine Art Hilfswissenschaft sich anzugliedern, darin besteht der Wahn des Positivismus, noch bildet Philosophie ein Spezialhandwerk mit eigenen, auf ein besonderes Thema, das Sein, zugeschnittenen Verfahrensweisen. Das ist die Prätention der Fundamentalontologie. Beide richten in der Arbeitsteilung sich ein und verleugnen damit objektiv den Gegensatz von Idee und Realität, aus dem der freie Gedanke ehemals seine Kraft gewann. Durch die säuberliche Trennung beider Seiten im Betrieb der Gesellschaft verschwindet der Gegensatz, der nur besteht, sofern sie eins sein wollen. Mit der Versicherung, sie stelle alles in Frage, bequemt sich Philosophie in diesem Jahrhundert, weit schmiegsamer als die ältere, der es bewusst um Rechtfertigung ging, zu jener Integration, auf die zu verzichten die Bedingung ihrer Arbeit ist. Dem Bestehenden, sei es als dem vorhandenen Gedanken, sei es als der gegebenen natürlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, zu widersprechen, vermag der Gedanke nur, wenn er das, was jeweils Glauben und Anerkennung fordert, es sei denn, dass es in bloßer Lüge besteht, nicht einfach zunichte macht, sondern als ein geistig durchdrungenes, zu seinem Recht gebrachtes in Fleisch und Blut der künftigen Gestalt des Bewusstseins hinübernimmt. Er ist beidem zuwider, dem Auslöschen und Vergessen wie dem Katalogisieren und Aufstapeln. Die rein konstatierenden, philologischen, historischen Studien leisten Hilfsarbeiten. Sie sind nützlich und unerlässlich, doch bleiben die Gelehrten im positivistischen Sinn nach Nietzsches Wort bloß Angestellte der Wissenschaft. Sie sind also für die Wissenschaft, die Wissenschaft ist aber nicht für sie da. Wenn das von ihnen Festgestellte am Leben des Geistes teilhaben soll, muss es in theoretische Gedanken einbezogen werden, die nicht ausschließlich an das spezielle Fachgebiet gefesselt sind. Mit der zugleich verändernden und bewahrenden Funktion des Gedankens ist es ähnlich bestellt wie mit der umgestaltenden Kraft der Gesellschaft selbst. Um zu angemesseneren Formen fortzuschreiten, muss die Gesellschaft ihre Individuen immer wieder dazu bringen, neue Verhaltensweisen anzunehmen. Man denke an die Gewöhnung an Fabrikarbeit im Laufe der industriellen Revolution. Der überkommene Lebensgang, der in seiner geringeren Straffheit dem Rückblick einmal als verlorene Heimat erschien, wurde als veraltete Form der Existenz durch neue Daseinsweisen abgelöst. Der emanzipatorische Prozess, durch den Geschichte in den heute entwickelten Ländern vorindustrielle Formen der Gesellschaft praktisch kritisierte, vollzog sich hier, der wenig entwickelten Technik entsprechend, von inneren und äußeren Kreisen gehemmt und gefördert mit einiger Langsamkeit.
Heute wird der Übergang in den früheren Kolonialländern rasch nachgeholt. Rücksichtslos radikal. Dort muten sich heute die Eingeborenen unter ihren Diktatoren nicht weniger zu, als was ihnen von den Imperialisten des 19. Jahrhunderts schon zugemutet worden war. Langsamkeit, mangelnde Anpassung gilt dort heute nicht mehr als Faulheit, sondern als Verrat an der Volksgemeinschaft. Schon Hitler und Stalin wollten das durch keine Residuen gehemmte Funktionieren der Industrie der fortgeschrittensten Länder mit Hochdruck nachholen. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus suchten, die letzten Spuren nicht straff ausgerichteter Daseinsweisen auszumerzen, und der übersteigerte Nationalismus der zurückgebliebenen Länder heute entspricht demselben Trieb zur rasenden Industrialisierung, zur Herstellung der Konsumgüter fürs Volk und der Luxusartikel des Prestiges, der Rüstung des umspannenden Polizei- und Propagandaapparates für die Herrschaft. Die Trägheit, die Schwäche der Individuen wird ausgerottet. Jeder muss die gewaltsame Disziplinierung an sich selbst vollbringen oder, wenn er es nicht vermag, zugrunde gehen. Angesichts des nie geahnten Reichtums der Weltmächte empfinden die eingeborenen Massen ihre Armut als Schande, und der neue Nationalstolz ist die transformierte Wut über die Misere und zugleich die Fessel, die sie an ihre autochthonen Herren kettet. Aus dem unbändigen Willen zum je eigenen Wirtschaftswunder schöpfen die Eliten und schlauen Führer der afroasiatischen Völker die Kraft, und die Massen marschieren in Begeisterung mit. Was vorherging, wird gehasst, abstrakt verleugnet, barbarisch umgebracht. Höchstens dient eine längst entschwundene, nach Belieben hergerichtete glorreiche Geschichte als propagandistisches Symbol der nationalen Erneuerung. Solche Prozesse, in denen die wirkliche Vergangenheit liquidiert, anstatt hinübergenommen wird, sind stets mit der Ausrottung ganzer Gruppen von Menschen verbunden gewesen, und der Fluch des organisierten Terrors beim Übergang hat in die neue Gestalt der Gesellschaft, die ihm ihr Dasein verdankte, stets hineingespielt. Im Denken bedeutet unvermittelte Negation Vergessen und Blindheit. In der Wirklichkeit bedeutet sie den Mord. Philosophie ist bewahrend und kritisch zugleich. Als Kraft des Negativen hat sie die sich entfaltende Einheit gestiftet, die dem Bewusstsein der Individuen den Charakter verlieh. Die ersten philosophischen Erklärungen, die Aufstellung von universalen Prinzipien der Natur, waren ihrer objektiven Bedeutung nach kritische Antworten auf den herrschenden Götterglauben und Mythos. Ohne es zu vernichten, haben sie dem Hergebrachten ein begriffliches entgegengesetzt. Kritik war auch die große griechische Philosophie. Aristoteles hat die platonische Deutung der Welt, die mit dem alten Glauben die Vielheit selbstständiger Gestalten teilte, zugleich fortgeführt und negiert. Der Polytheismus des Altertums, die Opfer und Auspizien, der Volksglaube und die Staatsreligion finden ihre negative Antwort im Ganzen der griechisch-römischen Philosophie. Wegen Verletzung der Religion seines Vaterlandes erlitt Sokrates den Tod. Sein Prinzip weist über die Antike hinaus. In seiner Verneinung der Gesetze der Polis aber wurden sie besser bewahrt als in der unreflektierten Affirmation der athenischen Bürger. Die römischen Denker vermochten nicht mehr, wie die unmittelbaren Schüler des Sokrates, eine eigene Lehre vom Staat auszubilden. Die Gesellschaft war übermächtig geworden. Den nachsokratischen Schulen verpflichtet, zogen sie sich auf den inneren Widerstand gegen die Welt zurück. Ihre Philosophie von Lust und Unlust war die des Verzichts. Die Kirchenväter dagegen waren Aufklärer in weitem Maß. Sie widersprachen, darin die Erben der großen antiken Philosophie, den abergläubischen und astrologischen Vorstellungen ihres Zeitalters und nicht zuletzt, wie Augustinus, dem fanatischen christlichen Sektierertum. Bei aller Schonungslosigkeit der Sprache jedoch sind sie tolerant.
Tolerant freilich auch in dem problematischen Sinn, dass sie die Verkündigung der Gewaltlosigkeit mit der Gewalt versöhnten, das Gebot der Liebe mit dem Krieg, die Weisung, Böses mit Gutem zu vergelten, mit der Sanktionierung von Militär, gewaltsamer Justiz und Sklaverei. Hieß es im Evangelium, dass man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, so hat Augustin die Negation der Weltfremdheit entschieden ausgebaut. Nun wohl, sagt er in einem seiner Briefe, die, die behaupten, die Lehre der Kirche sei die Feindin des Staates, sollen uns doch einmal eine Armee geben, wie sie die Lehre und der Unterricht der Kirche wollen. Sie sollen uns Untertanen, Ehemänner, Frauen, Eltern, Söhne, Herren, Diener, Könige, Richter und endlich Steuerzahler und Einnehmer geben, so wie sie die christliche Lehre vorschreibt. Und dann sollen sie wagen, uns zu sagen, dass diese Lehre dem Staate schädlich sei. Mögen sie nicht einen Augenblick zögern, zu proklamieren, dass dort, wo man ihr gehorcht, die Kirche ganz besonders das Heil des Staates ist. Weitgehend haben schon die Kirchenväter die weltabgewandte Seite des Evangeliums negiert und als überwundenes Element für die Zivilisation produktiv gemacht. Die Frage, ob die Wirksamkeit des Christentums als Staatsreligion sein eigenes unbiegsames Wesen, anstatt es zu bewahren, notwendig aufzehrt und trotz allen Widerstrebens aus dem Jenseits das Diesseits, aus Weltabgewandtheit Tüchtigkeit, aus unaufhebbarem Dualismus eine Art von gemäßigtem Pantheismus macht, führt über die selbst weltzugewandte europäische Philosophie hinaus. Weil das Christentum nicht, wie die Sekten und asiatischen Religionen, der Einbeziehung in den unheilvollen Lauf der Welt sich versagte, hat es, als Modell der Hegelschen Dialektik, die Geschichte nicht bloß bis Bossuet als Heilsgeschichte verstanden und seine Aufgabe zugleich als Wirkung in der Welt. Auch die Scholastik aber hat dem Gesetz, das Philosophie den Widerspruch ausdrückt, sich schließlich fügen müssen. Ihre Entwicklung, die nach dem Wort von Victor Cousin mit der Einheit von Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie begann und mit der Stütze der Offenbarung durch vernünftige Argumente fortfuhr, ging über in ein Stadium der Parallelität, des Bündnisses, um schließlich in der Emanzipation der Philosophie, in der Diskrepanz der beiden geistigen Zweige von Theologie und weltlichem Wissen, ja der Betonung des Gegensatzes zu enden. Als Selbstständiger, der Theologie entkleideter, den Pantheismus offen einbekennender und mit der Wissenschaft verbundener Gedanke hat Philosophie in der Renaissance sich konstituiert. Die Scheiterhaufen Giordano Brunos und Vaninis bezeichnen das Ende der militanten innerchristlichen Bewegung, die mit dem radikalen Nominalismus des William Ockham begonnen hat. Ihre Negation fand die Verhimmelung natürlicher Erkenntnis, die jenen Philosophen noch eigen war, in den unsystematischen Analysen der Skepsis des 16. Jahrhunderts, Agrippas und Montaignes. Und auf die Lehren von der Docta Ignorantia des Cusanus, in der bereits der kantische Agnostizismus sich anmeldet, sind als ihr entschiedener Gegensatz die Systeme des 17. Jahrhunderts gefolgt, die sich zum strengen, zweifelsfreien Wissen und System bekannten. Trotz Dogmatismus und barocker Ausrüstung verdankt ihnen die Aufklärung das Vertrauen in die freie Vernunft. Der Ansicht moderner Experten, denen nicht weniger als manchem gewitzigten Laien die Geschichte der Philosophie als chaotische Mannigfaltigkeit längst überwundener, pomphaft vorgetragener Irrtümer oder unhaltbarer Bekenntnisse vorkommt, widerspricht die relative Kohärenz des europäischen Denkens. Mag auch die zientifische Geringschätzung der Philosophie, der ihre Geschichte als ein Haufen abgelegter Irrtümer vorkommt, ihr noch gerechter werden als die seichte Begeisterung für Tiefe, Philosophie hat in der europäischen Geschichte eine wesentlich durch Kritik konstituierte, sich differenzierende relative Einheit gebildet
und trotz ihrer faktischen Ohnmacht einmal eine fortschrittliche Wirkung geübt. In ihren kritischen, weit mehr als in ihren affirmativen Gestalten, war sie in den letzten Jahrhunderten ein produktives historisches Element. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat den vom Absolutismus geschützten und ihn schützenden Fanatismus bekämpft, wie jene antiken Denker und Kirchenväter das alte Heidentum. Nach dem Sturz des vorbürgerlichen Regimes in Europa erkannten die Gegner und die Anhänger der neuen Gestalt des Lebens in Begeisterung und Abscheu, je nach ihren Positionen in der Welt, der Philosophie die Verantwortung für das Elend zu, ohne dass kein Sturz in der Geschichte sich vollzieht. Aber nicht Voltaire und nicht einmal Rousseau, von D'Alembert und Condorcet zu schweigen, haben den Schrecken der Französischen Revolution hervorgerufen, der die Philosophen so wenig verschonte wie die Aristokraten und Bankiers. Hätten jene Gehör gefunden, die Blutgerichte wären vermieden worden. Mit Schaudern deuteten die Fürsprecher des Absolutismus, des Hungers, der Tortur, des Scheiterhaufens, denen die Guillotine, die jüngere Verwandte ihrer eigenen Regierungsinstrumente, die Antwort gab, auf die Kulturkritik der Aufklärung, bis die Bourbonen nach ihrer Rückkehr beweisen konnten, dass ihre Gefolgschaft den Terror noch immer großzügiger zu organisieren wusste als die Schreckensmänner. Philosophie im Osten ist bloße Apologie. Marx hatte den Fortgang von der errungenen politischen und juristischen zur allgemeinen gesellschaftlichen Freiheit zum Thema seiner Theorie gemacht. Die Menschen sollten die ökonomische Dynamik beherrschen lernen, anstatt sich ihr zu unterwerfen. Weder die inneren Schwierigkeiten der Wirtschaft noch die durch sie bedingten äußeren Katastrophen, Massenbewegungen und Kriege sollten die Erde bedrohen dürfen. Er zielte darauf, durch Ausbreitung und Konkretisierung der Freiheit den bürgerlichen Prozess zu vollenden, die in den fortgeschrittensten bürgerlichen Individuen entfalteten Fähigkeiten durch autonome Teilnahme aller am Leben der Gesellschaft allgemein zu machen. Die Machthaber drüben haben sein Werk in ein Lügengebilde verwandelt, in ein Opium fürs Volk, das den neuen Herren und ihren Luxusarmeen, Atomraketen und Sputniks dienen muss. Die Kritik der politischen Ökonomie war die Fortsetzung der Aufklärung und der zu ihr gehörigen Kritik der Vernunft. Wird aber die Negation des Liberalismus, der es um dessen Vollendung ging, in offizielle Weltanschauung umgewandelt, so dient sie, der auf die eigene Gesellschaft bezogenen Kritik verlustig, als Reklamepsychologie der Gewalt und wird als hypostasierter und endlos wiederholter Teilabschnitt des seines idealistischen Moments beraubten dialektischen Systems zum Ersatz des Denkens selbst. Marx, der zu England und Europa sprach, ist dem Kreml noch fremder als Rousseau dem Wohlfahrtsausschuss. Rousseau war im Grunde nicht liberal. Marx ging es in der Freiheit des Ganzen um die Freiheit der Einzelnen. In Russland aber besteht jener staatskapitalistische Zustand, dass unter äußerem und innerem Druck die Industrialisierung rascher vollzogen wird, die Menschen brutaler zum Funktionieren gebracht werden, als selbst im England des Frühliberalismus, das den Gegenstand der Marxischen Kritik gebildet hat. Die industriell und kulturell schon fortgeschritteneren Länder, die in die Gewalt der stürmischen sozialen Entwicklung im Osten hinein und zurückgerissen sind, erfahren die furchtbare kulturelle Regression, von der ganz Europa äußerlich bedroht ist und die in ihm selbst seit Jahrzehnten auch innerlich sich vorbereitet. Schon das Wilhelminische Reich war ein Regressionsphänomen und erst recht der Nationalsozialismus in seiner Ambivalenz nach Westen und Osten. An der ursprünglichen Duldung und Förderung des Nationalsozialismus hat der Westen erfahren, dass abwehrende Gewalt stets dem Abgewehrten in vieler Hinsicht sich gleich machen muss. Regression ist die kulturelle Tendenz in Europa.
In dem durch Erfahrung, Ausgleich und Begriff nicht vermittelten Übergang der allmächtigen Ökonomie in Politik kündigt heute Barbarei sich an. Geist ist wesentlich Vermittlung. Er ist der Macht zu umständlich, zu differenziert und langsam, zu wenig ausgerichtet, analog zur Diskussion. Die denkenden Einzelnen sind für die Macht und die ihr hörigen Massen zunehmend lästig. Das ist in Frankreich zutage getreten. Politik hat in Europa ihre Bedeutung verändert. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte es zum Bürger wie zum Arbeiter, eine eigene politische Überzeugung sich zu bilden. Die Parteien und Richtungen entsprachen der pluralistischen Gesellschaft wie dem differenzierten Einzelnen, der viele Weisen politischen Handelns kennen und mit seinen Interessen in Verbindung bringen sollte. Heute ist selbst das, mangelhaft verstandene, Zwei-Parteien-Wesen noch ein bewahrendes Ideal. Im Grund tendiert der Kontinent zur Ein-Partei-Herrschaft. Folgerichtig konvergieren die Interessen auf Vollbeschäftigung und nächste Sorgen. In der Massengesellschaft verliert Politik im Bewusstsein der Individuen ihre Beziehung zum übergreifenden Gedanken und damit ihre differenzierende Funktion. Jeder kann nur dazugehören oder anders sein. Damit bahnt die Angleichung der beiden verfeindeten Welten sich an, die unter Stalin und Hitler schon ihr Vorspiel hatte. Die Diktatoren im Osten, an deren Kulturstand die Welt in der Abwehr sich anzunähern droht, kennen Geist nur als Schlauheit, Instrument, Indoktrination. Dabei berufen sie sich auf Marx, der immerhin geschrieben hat: Einen Menschen, der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst, wie irrtümlich sie immer sein mag, sondern von außen ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten Standpunkt zu akkommodieren sucht, nenne ich gemein. Sie verhalten sich zu den Gründern ihrer Weltanschauung wie Hitler zu Nietzsche oder der Großinquisitor zu Christus. Die Völker haben unter ihren Machthabern zu konkurrieren begonnen, wie einst die Unternehmer unter sich. Erfolg und Macht ist der Maßstab. Aber während im modernisierten Osten unter diesem Zeichen der gewaltsame Aufstieg sich vollzieht, kündigt in der Neutralisierung des Gedankens im Westen der Zerfall sich an. Der Rückgang der europäischen Länder im internationalen Kräftespiel ist mit dem kulturellen Rückgang der Individuen verknüpft. Nicht jenseits des Westens, sondern an der aus eigenem Versagen, gleichsam aus Erschöpfung kommenden geistigen Regression Europas, erfährt Philosophie heute ihre Vergeblichkeit. Freilich droht die Regression auch von außen her durch Angriff und Verteidigung, zugleich ist sie aber auch bedingt durch den der eigenen Schwerkraft folgenden, zum Selbstzweck sich setzenden industriellen Fortschritt. Dieser meint Befreiung und Unheil zugleich. Je mehr die Hingabe an die steigende Beherrschung der Natur, die Benutzung der Naturkräfte, die Einbeziehung immer größerer Massen in die Steigerung des Verbrauchs die Menschen in Anspruch nimmt, desto leerer wird die Rede von dem, was anders ist, vom Ideal. Desto funktioneller wird das Wort überhaupt. Zwischen der Karriere, die auch die privaten Interessen der Individuen strukturiert, und deren offiziellem Bekenntnis zum Guten und Schönen, zur Nächstenliebe und Selbstverleugnung ist die bewusste Verbindung, auch die des Widerspruchs, abgerissen und der ihnen unfassliche Bruch zwischen dem brutalen Daseinskampf und irgendeinem ausdenkbaren Sinn, heiße er Gerechtigkeit im Jenseits oder Verwirklichung des richtigen Zustands in der Welt, ist unheilbar geworden. Bis in die Periode der Weltkriege hinein schien in Europa eine andere Entwicklung noch möglich zu sein. Es war denkbar, dass der materielle Fortschritt über Katastrophen schließlich zu einer höheren Stufe der Gesellschaft führen werde. Seit Jahrzehnten jedoch hat Europa im Grunde resigniert. Die Verbindung von Faschismus, Konjunktur und Krieg und aufs Neue in hektischer Wiederholung Konjunktur, Bewaffnung, Vorkriegszustand sind aus europäischer Ökonomie schon nicht mehr abzuleiten, wie sehr auch die Gewalt des Ökonomischen darin sich kundtut.
Kein europäisches Land hat sein Gesetz noch in sich selbst. Sie haben ihre eigenen Möglichkeiten überlebt, und das ist auch ein Grund der geistigen Desintegration, der Sinnlosigkeit der einzelnen Existenz bei aller strammen Nationalität des gesteuerten Ganzen. Die Elemente verselbstständigen sich. Der fortschreitenden industriellen Praxis verdankt sich neben der Hebung des Lebensstandards auch die Neutralisierung nicht nur der Philosophie, sondern auch aller nicht auf Beherrschung gerichteten Theorie, neben der höheren Lebenserwartung auch der totale Krieg, neben der im Zeitalter der Gehirnwäsche fragwürdigen Kontrolle des Politikers durch die öffentliche Meinung auch der gern gesehene objektive Zynismus, wie er, damals noch verborgen, früheren absoluten Potentaten und ihren Sekretären eigen war. Zwischen den Parteien und Machtblöcken ist der freie Gedanke allein, und das Schwinden der Möglichkeit, ihn in die wirkliche Welt einzubilden, führt zu seiner Verkümmerung. Der Prozess war unaufhaltsam, und aufhellende kritische Philosophie selbst hat dazu beigetragen. Im Westen wie im Osten gehört Geistiges, das nicht deutlich den Index eines Zweckes führt, in eine Sparte, für die kaum Zeit und Kräfte bleiben und von der aus kein rechter Weg zum Leben führt. Es wird ihm die Kennkarte abverlangt. Wenn die Studenten nicht, wie Bazin es möchte, mit dem Geist als bloßem Konsumgut zufrieden sind, sondern fragen, was denn aus ihm folge, so steht dem Philosophen bei der Antwort nicht mehr, wie zur Zeit der Scholastik, der Hinweis aufs Jenseits, noch wie zur Zeit des Rationalismus und der Aufklärung die Forderung der Freiheit zur legitimen Verfügung. Selbst Moral und Gewissen verlieren mit der strukturellen Änderung der Familie an Boden. Die moderne Gesellschaft erteilt ihre Direktiven unmittelbar und deutlich genug. Erziehung, deren persönlich bildende Momente heute beschnitten werden müssen, damit sie den wirtschaftlichen und technischen Forderungen nachkommt, entbehrt der handgreiflichen Argumente, die ihr einst zur Verfügung standen. Sie muss rasch machen, damit der Zögling, soweit es ihn überhaupt noch gibt, den Anschluss nicht für immer versäumt. Die Chancen entscheiden sich früh, und früh muss jeder lernen, der Wirklichkeit sich anzupassen. An die Stelle der Überwindung des chaotischen, ungebundenen im Menschen, zu dem nicht bloß unkoordinierte leibliche, sondern auch zwecklos geistige Regungen gehören, tritt die bloße Unterdrückung und damit reaktiv die Abneigung gegen den, der freiere Regungen sich zu leisten vermag, gegen Individuen und Gruppen, die durch ihr Verhalten den unerlässlichen Verzicht auf eigene Gedanken in Frage stellen. Wann immer einer dem fragwürdigen Optimismus absagt, der sich vom Grauen der jüngsten Vergangenheit, das vielerorts andauert und sich ausbreitet, nicht beeindrucken lässt, beginnt die Narbe der Abgestumpften zu schmerzen, und es regt sich die unversöhnliche Ranküne. Selbst die bedingte und zugleich unbeirrbare kantische Hoffnung, die der Trauer näher als der ontologischen Glorifizierung des Seins in vielen Einzelnen noch da ist, wird von der fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung bedroht. Um als bildende Kraft des Ichs, als Grundmotiv autonomen Lebens bewusst zu werden und in den einzelnen Menschen sich durchzuhalten, bedarf die moralische Gesinnung der behüteten Kindheit, der Fähigkeit zu differenzierter Erfahrung, zur Identifikation mit dem Glück, dem Gewalt geschieht. Das heißt jener Gaben, die die Welt in der Periode der Vollindustrialisierung den Angehörigen aller Schichten, auch der höchsten, zu versagen scheint. Bürgerlicher Arbeit, auch der aufs eigene Fortkommen gerichteten, hat im 19. Jahrhundert noch die Idee des Fortschritts aus dem 18. den Sinn verliehen, der das Ganze meinte. Im 20. scheint die Geschichte europäischer Philosophie sich ihrem Ende zuzuneigen, wie die politische Geschichte Frankreichs und vielleicht Europas als der Vorhut der Welt.
Der sich ändernde Gegensatz von Idee und Wirklichkeit, den produktiv zu formulieren das Geschäft des Gedankens war, ist hierzulande nicht mehr kennzeichnend für den Gang der Welt. Wo Philosophie keine praktische Funktion ausübt, verliert sie auch ihre Kraft. Die Wurzel verdorrt. Die höchst bescheidene Teilnahme an der Erziehung oder der Beitrag zum Kulturkonsum haben nur wenig mit dem Bewusstsein der großen Philosophen zu tun, wie sehr ihr Werk zur Entfesselung der Wirtschaft beigetragen haben mag. Dass Philosophie, demnach der europäische Nationalstaat, mit dem ihre Geschichte seit der Lösung von der Theologie dem Sinn nach zusammenhängt, als geschichtliche Kraft das politische Geschehen positiv mitzubestimmen vermöchte, ist Illusion, es sei denn, sie bekräftige, was ohnehin vor sich geht, das fortwährende Wachsen der autoritären Verhärtung der Demokratie, die angesichts der äußeren Bedrohung sich vollzieht, oder das Eintreffen dieser Bedrohung selbst. Vornehmlich kündigt die Ohnmacht des Geistes in der Verkümmerung der Sprache sich an. Die Ohnmacht des Wortes, von dem schon die Rede war, meint nicht den Mangel an Worten, sondern eher den Übergang in so geschäftige Kommunikation, dass sie den Einzelnen zu Schweigen bringt. Die Individuen der herrschaftlichen Schichten antiker, feudaler und bürgerlicher Zeit, die infolge der Befreiung von allzu großem gesellschaftlichen Druck in Wechselwirkung mit der Welt in sich ein ausdrucksfähiges Inneres erzeugen konnten, sind nie zahlreich gewesen. Jetzt aber hinge das Überleben der europäischen Zivilisation davon ab, dass es nicht bloß Kultur im alten Sinn, sondern eine Allgemeinheit innerlich selbstständiger, zum geistigen Widerstand fähiger, zur autonomen Lenkung ihres gemeinsamen Lebens bereiter Menschen gäbe. Es genügt nicht mehr, dass wenige kultiviert sind. Sofern die Allgemeinheit wirtschaftlich fortgeschritten ist, müsste sie zu einzelnen denkenden und fühlenden Subjekten werden. Stattdessen bezahlt sie den Aufstieg mit dem Verzicht auf geistige Emanzipation. Wenn die Menschen politisch befreit sind, müssen sie wenigstens so weit mündig werden wie die Bürger zu den guten Zeiten der Polis. Sonst wächst die Sklaverei, die in der Polis offensichtbar war, im Verborgenen in den Individuen wie in der Gesellschaft zum natürlichen Zustand sich aus, dem die politische Form gelegentlich sich anpasst. Nicht so sehr der abstrakte oder abergläubische Gedanke, als vielmehr die Gedankenlosigkeit, die mangelnde Fähigkeit, sich selbst um die von ihnen ohne politischen Zwang hervorgebrachte Gesellschaft zu bekümmern, das Hinstarren auf die nächsten Sorgen, das sich treiben lassen von der Ökonomie, ist es, was dem Verhängnis Vorschub leistet. Je mehr eine humane Verfassung der europäischen Staaten gefährdet ist, und dafür sprechen nicht bloß die Jahre des Nationalsozialismus, sondern auch die geschichtliche Entwicklung seither, die jenen nachträglich zu rationalisieren scheint, desto ausschließlicher stehen die negativ gerichteten Werke der gegenwärtigen Kunst und Philosophie, die heute abseits ihre Wirkung üben, für die Wahrheit und die Humanität. Ihre Macht aber ist gering. In der bürgerlichen Zeit hat die Wirtschaft den Bürgern und denen, die ihnen zugehörten, durch die Erziehung in Familie und Schule, die Jahre im Ausland, durch die Möglichkeit, im eigenen Geschäft zu irren und daraus zu lernen, nicht bloß die Grundlage zur Führung der Wirtschaft, sondern in gewissem Maß auch Weitblick und Einfluss auf anderen Gebieten gewährt. Heute vermöchte die Wirtschaft genug, um die bürgerlichen Fähigkeiten allgemein zu machen. Dass sie infolge der Struktur der Gesellschaft nicht entfaltet, sondern durch Lenkbarkeit ersetzt werden, dass der Sinn für Autonomie und individuelle Freiheit, Liberalität und Ausdrucksfähigkeit selbst in den sozialen Schichten, in denen sie einmal zu Hause waren, zurückgeht, kennzeichnet die Situation. Die Massen sind heute nicht dümmer als ehedem. Aber weil es ihnen besser geht, kommt alles darauf an, dass sie einsichtiger, menschlicher, geistig aktiver sind. Sonst muss die Gewalt an die ganz wenigen zurückfallen und die alte schmähliche Lehre vom Kreislauf der Herrschaftsformen, nach der auf Demokratie Tyrannis folgt, tritt in Kraft. Geschichte sinkt in Naturgeschichte zurück.
Die Vollbeschäftigung muss nicht notwendig den Fortschritt bedeuten. Sie ist unabdingbare Notwendigkeit und mit gefährlichen Mitteln erkauft. Selbst die Ansicht, dass alle an der Konjunktur profitieren, wäre verfehlt. Auch in den hochindustrialisierten Ländern gibt es die Not, nur dass die Betroffenen nicht mehr wie vor 100 Jahren eine Klasse bilden, die man braucht und als deren Stimme die fortgeschrittensten Intellektuellen ihre Werke schrieben. Wem es nach der Konsumption des Wirtschaftswunders schlecht geht, ausgedienten Angestellten, aus dem ökonomischen Prozess mit oder ohne ihr Versagen ins Elend gebannten, alle, die trotz Sozialpolitik drunten leben, sind zum Schweigen verhalten, wenn zuweilen auch weniger absorbiert als die Massen in Vollbeschäftigung. Deren Blindheit für das, was jenseits des engsten Interesses liegt, kennzeichnet die psychologische Verfassung der Gesellschaft. Die aus Angst vor den politischen Folgen der Krisen erzwungene Steigerung des Konsums, der auch die geistige Produktion der Destruktionsmittel notwendig macht, hält alle in Atem. Jeder ist mit seinen eigenen Dingen so beschäftigt, dass seine Gleichgültigkeit nicht Wunder nehmen darf, wenn zum Zweck reibungsloser Ordnung einmal die Verfassung auf dem Spiel steht. Der Rückgang in der Rechtssicherheit des Einzelnen bei strafferer Staatsführung wird in solchen Fällen, wie die jüngste Geschichte lehrt, durch kollektives Machtbewusstsein und fremdes Leiden kompensiert. Unmittelbar bedroht sind Intellektuelle, Politiker und Theoretiker, nicht der durchschnittliche Volksgenosse. Ihm garantiert die nationale Erneuerung die Beschäftigung, wenigstens zunächst. Er ist froh, nicht aufzufallen. Kenne Notstand und Krieg schließlich keine Parteien mehr, so treten die verdrängten Kräfte ins Spiel. Am Horizont taucht die Volksgemeinschaft auf, in der für einen Augenblick die Isolierung eines jeden und der wirtschaftliche Druck sich mindern und in der die Rache auf den designierten Feind im Inneren und Äußeren gelenkt wird. Die massenpsychologische Bereitschaft zum Aufbruch, die früher infolge von Armut und Elend zustande kam, ist in der Gegenwart nicht überwunden. Sie ist die andere Seite der Gleichgültigkeit. Die großen Bewegungen der Geschichte, wie sehr ihre Parolen sich widersprechen mögen, Kreuzzüge und Französische Revolution, die deutsche Begeisterung 1914, von dem neuen Nationalismus gar nicht zu reden, alle zeugen dafür, dass, wie Freud es aussprach, Zivilisation noch nicht vermocht hat, ohne explosive Anhäufung von destruktiven Energien in der Seele der meisten Menschen sich auszubreiten. Zu simpel wäre es freilich, die Schandtaten der Geschichte kurzweg den Massen zuzuschreiben, die sie verübten oder duldeten. Stets wurden sie, direkt oder indirekt, dazu angehalten. Wie eitel müsste der philosophische und wissenschaftliche Gedanke sein, um sich selbst nicht auch als Ausdruck dessen zu verstehen, was bei aller Ohnmacht in den vielen lebendig ist, wie sehr sie es zu Unrecht im Munde führen. Der Rückgang der Sprache ist oft genug dargestellt, und leicht verfällt Kritik dem Missverständnis, der Gefolgschaftswut und dem chaotischen Protest der allzu früh sich selbst überlassenen Jugend, solle europäische Kultur, die nicht mehr lebt, versagend vorgehalten werden. Der Lauf der Industriegesellschaft ist irreversibel. Sprechen wird als Funktion in den technischen Betrieb von Wirtschaft und Gesellschaft, in die beruflichen Aktivitäten und die ihnen aufs Haar sich angleichenden privaten Verrichtungen mit einbezogen. Die Warenhäuser und andere Verkaufsanstalten bilden die Maschinerie, die die Versorgung der in die Wirtschaft Eingegliederten von selbst bewerkstelligt und ihnen zugleich das Gefühl der freien Wahl einflößt. Büro, Fabrik und sogenannte Freizeit gehen ineinander über. Die Menschen sind emanzipiert, aber allzu wenig hängt vom Individuum ab, als dass das Wort von ihm als dem bestimmten Einzelnen gesprochen ihm zum Ausdruck helfen sollte. Es dient als Instrument, Erkennungsmarke, Waffe. Nicht das oft erörterte Niveau der Freizeitindustrie kennzeichnet die Situation.
Es ist fraglich, ob ein Detektivfilm oder Rigoletto auf dem Fernsehschirm die wohltätigere Wirkung übt, und bald wird man vermutlich kräftigerer Stimulanzien bedürfen, sondern die Stummheit der Einzelnen. Stumm sind die Kinder vor jenen Schirm gebannt und erfahren nicht zuletzt die Welt durch ihn. Stumm sitzen die Liebenden im Kino. Sie absolvieren stumm wie einen Sport die langen Tänze und rasen stumm und freilich auch geräuschvoll mittels Motorrad und Sozius in die Natur. Kein Gespräch vermag in Wirtschaft oder Café, wenn überhaupt es stattfinden will, gegen Musikkapelle oder Spielautomat sich durchzusetzen, und die nicht zweckbestimmte Unterhaltung, sofern sie nicht vermieden wird, bleibt besser beim Smalltalk, als dass sie an Verdrängtes rührt. Wo Sprache erklingt, sei sie auch noch so fortgeschritten, ist ein Nest der Vergangenheit. All das fällt nicht den Individuen zur Last, es zeigt nur an, dass der persönliche Ausdruck die Tendenz zur Überflüssigkeit erkennen lässt, die in einem Circulus vitiosus sich verstärkt. Selbstständigkeit, Besonnenheit, Kraft zum Widerstand sind auch heute, wie es in jener pragmatischen Verteidigung der Geisteswissenschaft zum Ausdruck kommt, gesellschaftlich notwendige Eigenschaften, aber nur für einen kleinen, exklusiven Teil all derer, denen es besser geht. Die vielen Menschen, die heute ein materielles Leben führen können wie Bürger von ehedem, müssen, wie diese, für sich selber sorgen. Aber die Sorge schließt die Sorge um andere oder gar ums Ganze kaum noch ein. Kultur in menschlichen Beziehungen bedeutet, nicht anders als in Speisen und Getränken, veredelte Natur. Sprache und Bild, Freundschaft, Liebe, alle Sitten sind aus dem Zusammenhang der bedingenden Situation gelöste Arten des Ausdrucks, die einst von den Oberen bewahrt und gepflegt, von den Unteren angenommen worden sind. Über der zum Dasein auf der je erreichten Stufe notwendigen Arbeit fügte das durch lange Übung entfaltete, zum scheinbar unbedingten Reich des Geistes sich zusammen. Aus den von Hunger, Angst und Geschlecht nicht festgemachten seelischen Kräften schöpfte dieses Reich sein Leben, und rückwirkend vermochte es den Menschen, über ihre Prägung durch die jeweilige gesellschaftliche Funktion hinaus Inhalt und Bestimmung zu geben. Kunst ist ein Geschäft, das seine Sache und nicht das, wozu sie dient, im Auge hat und deren eigenem Gesetz zur Wirklichkeit verhelfen will. Philosophie ist der Gedanke, der nicht auf Beherrschung ausgeht und noch nicht einmal auf neue Funde. Wer wäre heutzutage nicht so gewitzigt, dass er alles entlarven und durchschauen könnte, sondern darauf insistiert, für die Erfahrung dieser Zeit nicht die Parole, sondern das Wort zu finden, und der eben deshalb der Zeit nicht untertan ist. Beide, Kunst und Philosophie, ebenso wie Formen des Umgangs, vermögen nie ganz als vernünftig sich auszuweisen. Sie bilden die Seele des gesellschaftlichen Lebens und sind zugleich ihm fremd. Die Kraft, eigene kulturelle Formen zu entwickeln, die von den Feudalen einmal auf die Bürger übergegangen war, ist im zukunftslosen Europa erlahmt. Überall, auch in den pathetischen Reden vom Hohen und Edlen, vom echten Menschen, wird insgeheim vorausgesetzt, dass alle alles als Mittel erkennen. Die Periode der ökonomischen Knappheit ließ dem Zwecklosen mehr Spielraum als die Vollbeschäftigung. Die Verkürzung der Arbeitszeit im Betrieb wird dadurch ausgeglichen, dass die private Zeit selbst sich in Betrieb verwandelt. Die Güter, auch die überflüssigen, werden einer größeren Anzahl erreichbar, aber die Dienste eben deshalb knapper und teurer. Die Einzelnen arbeiten weniger, aber in jeder Familie müssen immer mehr Personen arbeiten. Was Kultur heißt, sinkt dabei zum Bildungsgut herab und dient den Individuen unmittelbar als Instrument, sei es zur erforderlichen Popularität, sei es zur Erhaltung von Beziehungen, letzten Endes zur Abwehr privaten und beruflichen Unheils. Die Formen werden ausgehöhlt.
Bei allem Avancement bleibt den vielen nichts übrig, als die rasch veraltenden Formen persönlicher Kultur den wenigen zu überlassen, die noch Personal haben, die zu bequemen Stunden einkaufen können, die Zeit haben. Dass die in der heutigen Form der Gesellschaft materiell sich verbessernden Schichten nicht, wie ihrerseits die bürgerlichen, eigenen Ideen folgen, eine eigene Welt entfalten, in der die alte verwandelt mit enthalten ist, bringt die bestehende zum Zerfall. Noch das Tauschprinzip, der innerste Kern der bürgerlichen Kultur, nachdem sie selbst sich einmal das Urteil sprach, macht eine Rückentwicklung durch. Luxus wird im Osten von denen, die das Ganze der Gesellschaft innehaben, nach ihrer Entscheidung ausgeteilt, und im Westen kündigen sich ähnliche Tendenzen an. Der hohe Angestellte, der Wissenschaftler, kommen nicht selten schon zu ihrem Wohlstand wie der treue Hofmann einst zu einer Grafschaft oder Generalpacht. Das ist die rationale Folge der immanenten Logik des wirtschaftlichen Prozesses selbst. Bei höchstem Stand der Technik werden vorbürgerliche, absolutistische Elemente wiederholt. In den zurückgebliebenen Ländern aber bedeutet der Staatskapitalismus, der den Absolutismus auf geschichtlich höherer Ebene wiederholt, unmittelbar den Fortschritt. Dort folgt der Staatskapitalismus auf den Feudalismus. Nur können sich jene Gebiete den kulturellen Umweg sparen, den Europa, das sich ihnen wieder nähert, erst machen musste. All dies meint zugleich, dass Kulturkritik im Grunde keinen Gegenstand mehr hat. Es ist überflüssig, dass man heute noch Theorie als Ideologie erst auf die vorherrschende gesellschaftliche Praxis bezieht, um sie ihres absoluten Anspruchs zu entkleiden. Dem Gedanken in der Öffentlichkeit sei ja gewöhnlich ohnehin der Hinweis beigegeben, für wen in der Gesellschaft und für welchen Zweck er gut sei. Damit ist der Zustand getroffen, der durch das tendenzielle Absterben der bürgerlichen Kultur im Zeitalter ihrer Verallgemeinerung entstanden ist. Was durch die Auslese der Zerstreuungsfabrikation hindurchgegangen ist, beansprucht nicht so sehr wahr, als vielmehr beruhigend oder im Gegenteil spannend zu sein, von den offenkundig apologetischen Kulturprodukten des Ostens, die den Sanktionen gegen die Abweichung in die Irrealität, in China heißt es wörtlich, der Jagd auf böse Gedanken, sich fügen müssen, ganz zu schweigen. Ihrem eigenen Eingeständnis nach existiert Kultur, auch wo sie nicht verfolgt wird, in immer größerem Ausmaß als Hilfsartikel der Produktion. Vom Individuum wie vom Kollektiv, von privaten und staatlichen Gremien wird die Beziehung zum rationalen Zweck bei jeder Handlung, jeder menschlichen Verbindung unmittelbar hergestellt, soweit die eigene Besinnung reicht. Für den vermittelnden Gedanken, der den blanken Pragmatismus stören könnte, weil der Gedanke nicht bloß Mittel sein will, bleibt kaum noch Raum. Geist krankt daran, weil er seit den großen Kriegen konsequenzlos bleiben muss. Der Gedanke verkümmert, weil er, der nicht auf Wirkung ausgeht, nichts mehr bewirken kann. Kritik, nicht zuletzt Kulturkritik, gerät in Gefahr, die romantische Ideologie auf höherer Ebene wiederherzustellen oder vielmehr dürftig den Schleier zu ersetzen, dessen die Praxis schon entraten kann. Kulturkritik muss sich hüten, dass sie nicht selber durch Denunziation der Kultur als Ablenkung von den Themen wegführt, die dem Gedanken noch geblieben sind. Von den krassen Unterschieden der Macht, die niemand wahrnimmt, weil sie offenkundig sind, vom Elend hinter den Mauern der Zucht- und Irrenhäuser, von radikalen materiellen Bestimmungsgründen der Politik, gerade dort, wo sie besonders edel sich gibt. Die Spannung zwischen Wirklichkeit und Idee, zwischen der Einrichtung der Welt und dem, wie sie sein könnte, ist so offenkundig, dass die Sprache, die sie bezeichnen wollte, nur ihre eigene Überflüssigkeit unterstreicht. Alle sind gewitzigt, und doch ist alles so undurchsichtig wie je. An Aufklärung fehlt es dabei nicht. Wochenschau, Rundfunk und Zeitungen mögen ihre Reporter zu den wachsten Kräften der Gegenwart zählen,
vermögen nichts daran zu ändern. Ja, sie müssen dabei mitwirken, dass die Menschen heute ein im Grunde so ungenaues Bild der Welt im Kopfe tragen wie die Bürger zu Goethes Zeiten, mag die Fassade auch noch so grell beleuchtet sein. Mit dem Verkehr wächst die Undurchsichtigkeit schon deshalb, weil alle alles angeht und jeder die Öffentlichkeit in seine Berechnung einbezieht. Wenigstens stand der Wirkungskreis der vergangenen Generationen samt ihrer Monarchen und Minister bei allem Absolutismus und beschränktem Wahlrecht in einem vernünftigen Verhältnis zu dem, was sie schließlich noch bestimmen konnten. Heute sind die Völker autonom, müssen aber angesichts der raffinierten Besonderung auf allen Gebieten alle Entscheidungen den Spezialisten, den Sachverständigen und Kommissionen überlassen, deren Qualifikation kein Mensch mehr zu beurteilen vermag. Einzig hofft jeder, dass es nicht schlimmer wird. Die Sicherung des Lebens als der einzige Sinn des Lebens, das eben dadurch für alle immer komplizierter wird, lenkt die Massen der europäischen Völker in ihrem politischen Verhalten. Der europäische Kontinent hat in den letzten Jahrzehnten bei allen wirtschaftlichen Ab- und Aufstiegen und angesichts des nicht bloß technisch, sondern ideologisch sich aufrichtenden Ostens psychologische, politische, kulturelle Schäden erlitten, die gerade noch sich aussprechen und nicht mehr heilen lassen. Das Verhängnis will es, dass der Gedanke, der ganz ohnmächtig ist, auch seine Wahrheit verliert. An den philosophischen Zweigen der Universität zeigt sich der Niedergang. Nicht so sehr die herrschende Fundamentalontologie, die sich im Anschluss an die Zeiten des Führers zum autoritären Sprecher des Seins aufwirft, nicht so sehr der Inhalt als die herabgesunkene Bedeutung der ganzen Sphäre drückt den Rückgang aus. Die Knappheit von Energie und Mitteln, die in Europa noch für geisteswissenschaftliche Studien zur Verfügung stehen, bestätigt den geringen Grad ihrer Aktualität. Rechtfertigungen wie die Bazins kommen zu spät. Der praktische Vulgärmaterialismus, nachdem die Gesellschaft ihre Ausgaben und ihr Leben eingerichtet, straft das Verdikt gegen den weltanschaulichen Materialismus Lügen, das einstmals nicht bloß ein Schlagwort war. Im 18. Jahrhundert, als Europa eine Zukunft hatte, ist Philosophie und die ihr einwohnende Kritik aktuell gewesen. Und noch im 19. war die Utopie, die im Negativen sich äußerte, nicht bloß Illusion. In der Mitte des 20. scheint der Weltgeist an andere Völker übergegangen zu sein. Und der europäische Gedanke setzt in Europa sich nicht fort. Resignation aber ist unmöglich, solange ein Rest von Freiheit bleibt.